Willkommen zurück zu Sonic Dream Team, exklusiv für Apple Arcade. Wir machen weiter bei Scramble Chores, der ersten großen Welt, der zweite Act. Ich will mehr Story, mehr Charaktere und mehr Abwechslung. Vielleicht schalten wir bald wieder einen frei, vielleicht am Ende jeder Welt einen Charakter. Da müssen wir mal schauen. So, dann gucken wir mal, was das hier zu bieten hat. Ich erwarte aber, je nach Act, einen komplett anderen Levelverlauf. Das wäre wohl das Mindeste. Und in jeder Welt ein komplett anderes Weltensetting, das nicht immer alles aussieht, als wären wir hier bei einer Mischung aus Fall Guys und Sonic Lost World. Okay, zum ersten Mal Gegner. Die Krabben. Crab Meat. Wenn es dieselben wie aus Sonic 1 sind zumindest. Nur Knuckles und Rouge können Wände hochklettern. Oh. Wir müssen die Level sowieso nochmal bereisen. Es gibt auch einen Orb für die roten Ringe. Ich dachte mir, wollen wir den machen? Aber vielleicht machen wir das dann doch erst. Da es ja ohnehin noch Stuff für die anderen Charaktere gibt mit ihren speziellen Fähigkeiten. So, die Qual der Wahl. Wo wollen wir lang? Ja, schon ein paar Kommentare gelesen, so. Der O-Ton war so nach dem Motto, wow, also für ein Mobile-Game? Ich würde das hier nicht unbedingt als ein Mobile-Game bezeichnen. Ist halt schwierig zu definieren mit Apple Arcade. Gibt's für iOS, aber eben auch für macOS, also PC. Und ich spiele es auf dem Apple TV. Und ich muss sagen, man merkt schon ein bisschen, dass es halt keine Konsole ist. Und damit meine ich Sachen wie, naja, ich verbinde das zwar mit der Elgato, aber es zickt noch so ein bisschen. Oft bringt mir der Apple TV schwarzen Bildschirm. Und ja, die vertragen sich nicht so richtig, Apple TV und die Elgato zum Aufnehmen. Kann ich da jetzt ab? Ja, ich wollte schon absteigen einfach. Nicht hier hochmäßig die Slopes nehmen. Ja, da muss ich meine Elgato manchmal ein bisschen austricksen, habe ich das Gefühl, indem ich die Switch anschließe. Und dann schnell die HDMI-Kabel wechseln. Das funktioniert meistens. Auch hier wieder ein Ring verpasst in der Hektik. Aber allein, dass es 30 von diesen CDs, nenne ich sie jetzt einfach mal, gibt. Erinnert mich so ein bisschen wie diese komischen Platten bei Monster Ranger. Ja, wir müssen vielleicht nochmal hierhin zurückkehren später. Okay, tiefer in den Traum. Oder tiefer in den Raum. Yo, Ari, what exactly is the Reverie supposed to, you know... Do? It turns the dreams of the pure-hearted into reality. So someone could dream up anything, and you'd be able to make it happen in the real world? Interesting. Oh, don't get your hopes up. She did say pure-hearted. Huh? What does that even mean? I am mandated by my creators to only grant the Reverie's powers to those I deem to be of noble and virtuous intentions. It was this rule that led the Doctor to kidnap Cream. He thought that he could trick me if he filtered his evil dreams through an innocent mind. I was not decisive enough in repelling him. In the end, the best I could do was trap him in his own dreamscape. It's all good, R.E.M. We'll get your powers back and we'll stop him. We always do. Das macht Sinn. Deswegen hat er Cream entführt, weil die ein reines Herz besitzt. Aber wir machen weiter hier. Hier gibt's noch eine Menge zu erledigen. 6 Traumkristallsplitter. Na, mach nochmal, Amy. So. Die Splitter sind ja gut verteilt, also let's go und auf geht's, der Hase. Ja, die Reverie, das ist nicht, wie ich erwähnte, der Name des Landes. Das ist einfach die Traumwelt. Ich denke mal, das kann man so anscheinend bezeichnen. Oh, ich habe jetzt mit... Normalerweise soll man ja zweimal hintereinander die Sprungtaste drücken. Ich habe jetzt den Lightspeed Dash trotzdem ausgeführt, obwohl ich erst X und dann... Viereck gedrückt habe, hier wie bei der Homing Attack. Es geht beides. Ja, das ist doch gut. Ja, das Spiel wird ja wohl wissen, ne, was du gerade tun willst. In der Regel. Aber knapp. Also Reverie ist quasi so die Traumpower, wie sie erklärt hat. Ich habe das auch schon gegoogelt. Es gab ja auch das Klonoa-Spiel.
wo ich mal einen letzten Test gemacht habe. Das hat auch irgendwas im Namen gehabt. Reverie, Fantasize und all diese Sachen. Okay, das war simpel. War sogar leichter als im ersten Level. Mit den Kristallen. Und sie hat Eggman in seinen Träumen, die er ausleben kann durch Cream, eingesperrt. Was machen Sachen? Bleibt mir da nur zu sagen. Bin ich jetzt doch? Warte. Okay, ich bin richtig. Die Navigation, Freunde. Es ist die Navigation. Wir können ja heute einen dicken Amy-Part machen, dann klatsche ich Amy auf Thumbnail und die Sache passt, oder? Wäre doch eine Idee. Zumindest bis wir einen neuen Charakter freispielen. Die Checkpoints mal wieder. Ob es noch andere Aufgaben gibt? Ja, bloß nicht vom Pfad abkommen, denn dann musst du einen Umweg gehen, den man sich zeitlich wahrscheinlich nicht erlauben kann. Ich war gerade dabei, so ein bisschen ein paar Nachteile von Apple TV aufzuzählen. Also primär ist er halt wirklich gut zum Filme gucken und so weiter. Habe ich nie gemacht, habe ich auch nicht vor. aber gut. Wenn die es halt Apple Arcade exklusiv machen, habe ich, das war meine beste Option tatsächlich. Das so zu spielen. Die meisten Games in Apple Arcade sind halt Gelegenheitsspiele, die ja, sich ziemlich stark an diverse Mobile Games erinnern. Ich werde sogar einen Let's Test machen. Ich werde sogar ein Video machen. Und das noch ein bisschen ausnutzen. Aber ein anderes Spiel, das es schon mal gab vor ein paar Jahren, das ich Let's Playen wollte, war auch zunächst Apple Arcade exklusiv. Da habe ich gewartet, bis es die Konsolenvarianten gab. Nämlich von Shantae and the Seven Sirens. Das Let's Play soll dann Anfang nächsten Jahres endlich kommen. Aber das ist halt ein gutes Beispiel. Das gab es auch erst zunächst nur auf Apple Arcade. Da wurde aber gesagt, zeitlich exclusive. Hier bei Sonic Dream Team wurde betont, nein, das soll Apple Arcade exklusiv bleiben. Deswegen, schwierig. Cool, dass wir jetzt einen ganz anderen Weg gefunden haben quasi. Da ist das Ziel, wie mir scheint. Nenn es ein Secret Exit. Ja, ich habe nach dem ersten Part, ne, ich habe, das wollte ich erzählen. Ich habe den Part aufgenommen am Release Day. Und dann natürlich erstmal rendern, hochladen, Thumbnails, Beschreibung, Video veröffentlichen. Ich habe eine Premiere geschaltet mit euch im Chat. Und als ich dann jetzt den zweiten Part aufnehmen wollte, hat nichts mehr funktioniert. Der Controller war irgendwie noch gekoppelt. Achso, ihr sollt ans Ziel auf Zeit, ne? Also okay. Der Controller war halt irgendwie noch gekoppelt, aber hat sich nicht mehr bewegt. Ich konnte ins Menü, aber das Spiel ist quasi gefreezed. Ne? Das Spiel hat nicht mehr auf meinen Controller reagiert. Muss ich das... Ich gehe jetzt mal hier entlang, vielleicht. Beide Wege funktionieren anscheinend, ne? Und sind eigentlich Ringe gut? Die stehen oben links, aber was bringen sie mir im Endeffekt? Muss man drauf achten, ob ich irgendwie einen nutzen sie. Warte mal, da unten ist ja... Ah, ich dachte, das wären diese CDs. Aber ich glaube, diese CDs und auch die roten Ringe gibt es halt nur in dem Main-Level, in dem ersten Abschnitt. Es sei, wie es sei, Haferbrei. Ja, also, ich sehe ab und zu mal so ein bisschen ein paar Macken, ne? Die man von Konsolen wie Switch oder PlayStation gar nicht mehr... Ne? Also, weiß man gar nicht zu schätzen, dass es meistens so gut funktioniert. Man könnte also... Oh, die Zeit wird knapp. Ich bin hier am Rumexperimentieren und die Zeit läuft. Deswegen, es läuft, ne? Es läuft. Ich habe auch das Gefühl, dass Sonic Dream Team vielleicht noch das ein oder andere Update, den ein oder anderen Patch gebrauchen könnte. Ihr habt es ja im ersten Part gesehen. Gab es ja so eine kleine Nicklichkeit. Ja, und wir kommen gut voran. Wie gesagt, der sechste ist immer die roten Ringe. Die fehlen mir hier und hier, aber wir backtracken das, wenn dann mit weiteren Charakteren. Act 3 also bei Scramble Chores. Yeah! Jawohl. Die zerknüllten Ufer. Amy, Amy, Amy.
Wird auch wieder ein bisschen anders aus. Gönnen wir uns. Also eine einfache, klassische 3D-Sonic-Level, ne? Es wirkt wie Perlen vor die Säue geworfen. Das ist mal. Und es geht auch... Oh, da sind wir wieder. Siehst du? Ich sammle so viel ein, wie es geht. Bleiben die denn eingesammelt? Also ich meine, wenn ich wieder reingehe, fehlen die dann? Guck mal, hier kann man Secrets finden. Wir sollten vielleicht ein bisschen weniger Sonic-Syndromartig durch die Gegend düsen. Ah, das ist sehr hoch, da komme ich so nicht. Und einfach mal die Clubshow offen lassen. Ob wir was Cooles entdecken können. Weil eigentlich haben wir bei der ersten Aufgabe nicht wirklich Hektik. So, die Blitze waren ja immer gut für den Boost. Aber ich hatte auch schon mal gemerkt, dass ich unendlich Boost hatte. Das muss man... Da habe ich jetzt auch keine Leiste. Oder ich sehe es zumindest noch nicht. Wir müssen uns noch einfinden. Aber ich bin da ganz happy damit. Was ich so alles überlegt habe, was man... Oder da ist ein roter Ring, vielleicht. Was man so let's playen könnte, so Sonic Runners und so, das hat mich nie so richtig abgeholt. Das war mir nie genug. Kriegt den Hals nicht voll, der Magus. Ja, das ist vielleicht auch ein roter Ring, der halt super einfach ginge. Mit Tails oder so, wenn ich hochfliegen kann. Generell, dass das sammeln. Du kannst abspringen, da habe ich wirklich meine Probleme. Und im richtigen Moment. Tja. Oder geht es damit? Warte mal. Vermutlich. Schön. So ist es gedacht. Die Zielmarkierungen sind ganz gut. Da haben sich die Tester wahrscheinlich schon... Ah, über mir war wieder ein roter Ring. Siehst du? Schon wieder nicht. Die Tester haben wohl wahrscheinlich auch schon gesagt, manchmal weiß ich gar nicht, wo ich lang muss, aber das haben sie dann ganz gut eingebaut. Also zumindest sogar instinktiv, ne? Selbst wenn du dich nicht groß zusammenreißt und dich nicht konzentrierst aufs Spielgeschehen, das Spiel dir immer einen Tipp gibt, wohin, und nicht wie in Sonic Boom nach dem Patch. Es heißt, ja, also, du musst zwar hier hin, aber wie du da hinkommst, das musst du selbst rausfinden. Du bist ein bisschen fehlgeleitet. Hier war ein roter Ring. Habe ich den eingesammelt? Hier ist auch noch Stuff. Ich würde halt gerne auch wissen, wofür ich das einsammle. Gerade die blauen Dinger. Die Orbs, die die Kristalle nennen, ja, die sind um... damit Ariam stärker wird. Ah, hier ist das Tor. Es fehlt noch ein Schlüssel. Ariam stärker wird, um Eggman zu verdrängen aus der Traumwelt. Das hat sie uns erzählt. Na, es sind einfach unsere Puzzleteile, unsere goldenen Bananen, unsere Powersterne. Ist doch der richtige Weg, oder nicht? Nicht? Nee, als ob das nicht geht. Sehr verrückt. Dann versuche ich es mal hier entlang. Oh, sogar mit relativ weitem Abstand. Das ist nice. Es erstaunt mich, dass Sega Hardlight Studios dieses Spiel so ganz passabel gebacken kriegt. Also nach meinem Wissen hat das Sonic Team hiermit fast gar nichts zu tun und das macht Mut. Also, wenn man noch ein bisschen dran feilt, etc. und eine Story drumherum bastelt, dann bräuchte man nicht mal das Sonic Team für ein, ja, nennen wir es Sonic Adventure 3. Aber vielleicht können sie sich sogar zusammentun, ne? Unding. Man will sich ja in Zukunft... man will mehr investieren wieder in das Sonic-Franchise. Mir war nicht mal bewusst, dass man die Investition zurückgefahren hat. Ja, klar, nachdem Sonic Boom und Force es also ihren Anspruch nicht nachgekommen sind. Aber wie das nun mal so ist. Sonic Superstars ist ja leider auch kein finanzieller Erfolg gewesen. Und Sega räumte ein, dass es da vielleicht mit ein paar Konkurrenten zu tun haben könnte. In Latzhosen, die durch eine wundervolle Blumenwelt springen und hüpfen. Eventuell hat es damit zu tun. Ah, nicht so schnell. Alter, keine Kontrolle. Die sind noch da, oder? Ich will die haben. Aber muss man sehen, 2023 war halt wirklich ein großes Jahr für Sonic. So viel rausgekommen, oder? Ich meine, wir haben Sonic Origins Plus gehabt, Sonic Frontiers DLC, Sonic
Sonic Superstars. Wir sind mitten in Sonic Prime. Alter, nur zwei rote Ringe. Und jetzt noch das neue Game hier, ne? Für Apple Arcade, aber nichtsdestotrotz, ne? Keine Story. Wir wollen hier noch die weiteren Aufgaben. Erreiche jeden Kontrollpunkt, ehe die Zeit abläuft. Wir machen jetzt einen dicken Amy-Part. Ich sag das. Also man könnte sich auch darauf konzentrieren, die Story... Oh, ich hab's falsch... Ich hab's zu spät gesehen, dass, was hier vonnöten war. Die Zeit läuft weiter. Stark. Man könnte also ganz schnell die Story durchspeeden. Das freut mich, weil es irgendwie schon Leute gab, die gesagt haben, ja, die Story des Spiels geht nur so eine Stunde. Ja gut, wenn du die ganzen anderen Missionen nicht machst. Aber ich halte schon für sinnvoll, die mitzunehmen. Freunde, nur die Ruhe. Ah, wer was? Erneut versuchen. Wir haben zum ersten Mal die Aufgabe nicht bewältigt. Auch nur aufgrund meines Fehlers hier. Das hat schon viel Zeit gekostet. Ja, da fragt man sich natürlich, was hat man für nächstes Jahr im Petto? Eine berechtigte Frage. Man wird ja sehen. Und jetzt sieht man viel besser, wie das Leveldesign, Levelverlauf gedacht war, ne? Mit da an der Wand hoch und so. Also nächstes Jahr ist natürlich der dritte Sonic-Kino-Film gefragt. Und vielleicht kriegen sie sogar die angekündigte Knuckles-Serie auf die Kette, wobei ich da so meine Zweifel habe. Würde mich nicht wundern, wenn es die Knuckles-Serie, das Spin-Off, irgendwie am Ende des Tages überhaupt nicht gibt. Aber mal gucken. Aber verrückt, ne? Im Endeffekt werden wir zurzeit relativ verwöhnt, was Sonic-Content angeht. Also 2023 war einiges los. Hätte ich ja niemals verlangt, so in der Form. So viel. Ja, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gibt es vielleicht nächstes Jahr. Das kann gut sein. Das Sonic-Team hat bestimmt schon wieder irgendwas. Irgendwelche konkreten Pläne. Die haben was vor. Aber das werden wir sehen. So, Amy. Auch das wieder der Speedrun. Ans Ende des Levels. Wir können confirmen, dass natürlich innerhalb einer Welt die Level dasselbe Setting haben. Ne, dieselben Assets. Aber es komplett eigene Level sind vom Verlauf. Das habe ich ja noch vorhin in Frage gestellt. Und wir kommen viel schneller als im ersten Part voran. Da muss man halt noch viel lernen und hat noch deutlich mehr Story. Etc. Ja, ist hier was? Guck mal hoch. Nö. Aber. Ich weiß, es geht auf Zeit und ich alber wieder rum, such alternative Wege. Man kennt mich. Mir ein bisschen abgewöhnen, was, wenn wir gerade in der Zeitmission sind, dann sollte ich natürlich nicht so auf die Spitze treiben. Aber wir sind ja nochmal gut rausgekommen. Was? Oh, schaut mal, in Act 3 können wir die letzten noch gar nicht spielen, weil wir andere Charaktere dafür brauchen. Aha. Ja, wenn das so ist, dann rein nach Act 3. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt dadurch, ne? Also wenn, sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Moment mal. Aber wir können jetzt Act 4 rein. Story nehme ich an. This is the security Tails spoke of. We may only reach the next dreamscape through here. You know, I gotta admit, I'm kind of curious what he's been cooking up. Of course you'd be excited. You two chill here. I'll be right back. Why do you get to have all the fun? Ja. Heute ein Amy-Part. Übrigens, die englischen Synchronsprecher sind dieselben geblieben. Alter, Boss-Time! Ah, gross!
goes. Get out of my way! Schlaues Schalentier, Dr. Krabulus! Warum hat dein Eggman Schnurrbart? Ich hab mir schon fast gedacht, dass es was mit Eggy zu tun hat, ne? Also, ist ein Crabmeat und so, aber... Ich kann mich nicht bewegen. Was? Ist abgestürzt? Nee. LOL, das, was ich erwähnte. Der Controller, ich dachte schon, warum bewegt die sich denn nicht? Ist ja noch frisch rausgekommen, ne? So fair muss man sein. Solange alles abgespeichert wird, ist es mir recht. Besiege den Boss. Also es sind keine Bugs im Sinne von Sonic Boom oder ähnlichem. Jetzt kann ich mich auch bewegen. Ich habe vorhin schon den Stick betätigt und Amy hat sich nicht bewegt. Ich dachte, ich kann auch nicht. Und dann auf einmal stürzt das Spiel ab. Ja, ist halt auch eine neue Plattform, ne, im Endeffekt, so. Ich würde da noch ein bisschen Welpenschutz geben. Solange es mich bisher noch nicht, extrem belastet. Da muss ich drauf, okay. Da oben sind drei Energieleistchen. Ah, ich habe die Luft rausgelassen. Nice. Das ist halt kein Roboter aus Metall, sondern aus, aus Hüpfburgen. Herr Flicken aus Banjo-Tooie lässt grüßen. Bei dir ist die Luft raus. Ja, die Synchronsprecher sind dieselben. Roger Craig Smith, der auf Englisch in Sonic Frontiers wirklich sehr dunkel und ungewohnt sprach, springt jetzt, ist jetzt immer noch... Klingt der sehr ernst, aber er hat einen guten Mittelweg gefunden. Da bin ich okay damit, wie er spricht. Mike Pollock, as always, als Eggman. Viele haben sich beschwert über Amy. Und da ist er noch da. Und auch über Rouge und Cream. Aber auch das sind die gewohnten englischen Synchronsprecher. Hören sich nur anders an. Also sehr gut möglich, dass es einfach Regieanweisung war. Viele meinten, das wären neue Synchronstimmen. Nein, das sind dieselben. Karen Strassman ist auf Englisch, also ist die Rouge. Und Nicole Jullack? Ah, ich glaube nicht, aber jedenfalls dieselbe Cream-Sprecherin wie, naja, in den letzten Spin-Offs, ne? Große Auftritte hatte sie in den letzten Jahren ja nicht. Eigentlich schön für Cream-Freunde, oder? Okay, abgeschlossen, was geht? Du kannst jetzt tiefer in den Traum reisen. Aber das ist eine andere Welt, ne? Ich sehe. Ist es Lava? Freunde, the floor ist Lava. Warum ist das so laut? Du hast eine neue Statue freigeschaltet. Oh, ist so hübsch, ne? Das würde ich mir. Also. Gott sei Dank, da freue ich mich richtig. We're through. And not just that. Oh, thank you, Miss R.E.M. And thank you two for all your hard work. Cream, I'm so glad you're finally free. Are you feeling all right? Yes. Hi. And cheeses, too. You hanging in there, partner? You know me. I've been trying to get a handle on Eggman's systems while you've been gathering dream orbs. I've determined Eggman can't use the Reverie's full potential without REM's authorization. It's only a matter of time before he tries to force her to cooperate. Then we have to look out for Miss REM and keep her safe. Don't you worry. We'll all look out for each other. Now, let's hurry to the next dreamscape. Ich werde es euch ein bisschen anpassen, ne? Aber der Unterschied zwischen wie leise die Cutscene ist und wie laut dieses Freischalten ist, ist der Wahnsinn. Ich mache euch die Cutscene lauter und das Freischaltengeräusch leiser. Hä? Trotzdem. Neue Helden schließen sich deinem Team an, Helden freigeschaltet. Tails und Cream. Cream Factory ist die zweite Welt. Ich schlage Ups, ich habe Kreis gedrückt, bin damit raus. Wo ist mit R1? Oh, unten diese Punkte. Willst du mir sagen, es gibt nur vier Welten? Lasst es uns herausfinden. Ich würde vorschlagen, wir machen im nächsten Part erstmal
Dream Factory, gucken uns das an, lernen vermutlich so ein bisschen das Fliegen etc. Aber im nächsten Part werden wir dann auch hier nochmal zurückkehren, würde ich eine gute Sache halten. Das geht ja schnell, wir müssen ja nur die Main Quest machen und da gezielt nach den fehlenden Sachen suchen. Und vor allen Dingen... Ich kann das trotzdem noch nicht spielen. Vermutlich, weil ich noch kein Level gespielt habe mit Tails und Cream. Also machen wir das doch erstmal. Danke fürs dabei gewesen sein, des zweiten Parts Sonic Dream Team und seid bereit für Dream Factory, die zweite Welt. Daumen hoch oder Daumen runter, die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao.